Boah, wie ekelhaft sieht das denn hier aus? Und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von The Last of Us 2. Ja, im letzten Part sind wir hier in der Kanalisation stehen geblieben. Wir sind weiter Richtung Krankenhaus gegangen. Und ja, so ein Stalker hat uns einfach mal in den Fluss rein geworfen. Und ja, jetzt sind wir hier in der Kanalisation, müssen einen Weg rausfinden. Und hier hat sich einer versteckt, den habe ich gar nicht gesehen. Die werden auch zum Teil eins mit der Wand. Also sind ja schon halb Pflanze, halb Mensch irgendwie. Oder halb Zombie, halb Pflanze. Ich weiß es nicht. Jedenfalls schauen wir mal, was in diesem Part... Oh, Ellie. Dankeschön. Gibt es hier noch irgendetwas? Nein. So. Von dort aus sind wir gekommen, okay. Ich muss mich erstmal ein bisschen umsehen. Ah, mit L1 schwimme ich schnell, okay. Da ist eine Leiter. Da geht's raus. Da oben, okay. Okay. Das heißt, da müssen wir rauf. Aber hier ist doch auch noch was, oder? Ja. Aber auch nur ein Holzding. Nee, nee. Nee, 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 nee. Hier geht's nämlich rauf. Jetzt darf ich balancieren, ne? Oh, das Moos ist so glitschig. Ah. Aber zum Glück ist Ellie relativ, ja, balancefähig. Bei mir ist das nicht der Fall. Also ich kann überhaupt nicht balancieren. Ich bin als kleines Kind immer auf diesen, ja, auf Mauern so spazieren oder balancieren gewesen, aber mittlerweile gar nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus hier. Ja, das stinkt bestimmt auch. Die Kanalisation hier bei uns gab es letztens einen Wasserrohrbruch. Die ganzen Leute, unten der ganze Keller stand unter Wasser bei uns. Und da musste ich erstmal den Notdienst rufen. Der hat dann mal nachgeschaut und geguckt. Und anscheinend, die Leute, die werfen ja alles Mögliche so in die Toiletten hier. So Q-Tips, vielleicht zu viel, ja, ich denke mal auch dieses viel, ich bei mir viellagiges Klopapier, nämlich, ich weiß, umweltschonend und nicht umweltschonend und so, aber dafür achte ich auf andere viele Dinge, ne, was umweltschonend angeht. Auf jeden Fall kam dann halt ein Handwerker und der hat gleich eine ganze, ja, eine ganze Mannschaft gerufen. Da kamen dann 3, 4 Leute an, die haben dann draußen... Das Siel haben die abgehoben und da drinnen war das verstopft. So, keine Ahnung, die Leute schmeißen ja so Rasierer, Q-Tips und sowas alles rein, ne? Was man ja eigentlich nicht machen soll. Und ja. Aber die waren relativ zügig da. Das fand ich schön. Und nicht, dass es dann irgendwann aus der Toilette rauskommt. Ich denke mal nicht. Er hat gesagt, dass... Es kann, wenn höchstens so im Air, wenn würde der Keller nochmal richtig mehr unter Wasser laufen. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Ja, Ellie, wo sind wir hier? Kommen wir da irgendwie hin? Anscheinend nicht, okay. Das heißt, wir müssen nach oben. Fiona Square Station. Wo stand denn nochmal der Times Square? In Kanada, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Du wirst
hier. Und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Abkürzung durch den Park, natürlich. Aber ich höre zumindest Frösche und ein paar Grillen. Eigentlich sollten hier keine Infizierten sein. Eigentlich. Habe ich mich erschrocken. Raus damit, Ellie. Wer sind diese Leute? Ja, das schaffe ich nicht. Ja. Wer sind diese Leute zum Teufel? Ah, soll ich mit dem Bogen schießen? Okay. Das ist doch nicht wahr! Verdammt! Das kam unerwartet. Ich denke mal, das sind irgendwelche Kannibalen oder so. Scheiße. Da ist noch einer. Die geben sich Das ist voll fies. Die geben sich Pfeifgeräusche. Aber die decken sich gegenseitig. Auf Wiedersehen, mein Freund! Ah, ich wurde entdeckt, oder? Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Ah, voll fies. Vielleicht soll der Dude auch eine Warnung sein, ich weiß es nicht. Da vorne. Na komm.
glaube, das ist der letzte. Hier sollte man mich eigentlich nicht sehen. Also theoretisch gesehen. Beschütze mich. Oder sind das diese Anhänger von dem... Ich habe leider keine Pfeile mehr. Dann 7, 8 Stück waren das, ne? Krank. Die Skars sind das. Krankenhaus. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Warte. Ist es eine Ratte? Ja, gönn dir, Bro. Gönn dir. Jeden Part Action, jeden Part zu viel. Das macht mein armes Herz doch nicht mehr mit. Da liegt auf jeden Fall noch ein Dude. Der hat eine Waffe, die will ich haben. Oder der hat Munition, die will ich gerne haben. Scars, scheiß auf die. Konzentriere dich darauf, warum du hier bist. Ja. Da denke ich mal, müssen wir dann lang, oder? An dem Checkpoint-Tor vorbei. Ja. Frage ist wie. Ich hoffe, das waren alles Gas. Sieht aber danach aus, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da vorne. Rechts habe ich, glaube ich, eine Tür gesehen, ne, wo es in ein Hotel geht. Die Hotels kennen wir ja schon. Natürlich. Jetzt wissen auch alle, dass wir da sind. Hier würde ich gerne mit einer Waffe arbeiten. Weil hier... sind doch bestimmt auch Infizierte. Was haben wir hier? Ja, Muni. Muni, Muni, Muni. Kann ich
ich noch mehr nachladen? Natürlich. So, jetzt kann ich auch noch mehr Muni mit mir führen. Haben wir hier noch was? Ja. Ah, Molotovs kann ich leider nicht bauen. Schade, schade, schade. Ich kann mir Pfeile bauen, oder? Nein. Den kleinen Snack lasse ich mir doch nicht entgehen. Und natürlich müssen wir nach oben. Das sind doch die Stalker, oder? Wo hört sich eher nach einem Uhu an? Okay, es geht nicht weiter nach oben. Das hier alles erstmal saven. Eine Karte. Hallo. Okay, es gibt anscheinend nur eine Tür. Ja. Scheint rein zu sein, die Luft. Obwohl es auch das Versteck von ins Gas sein könnte, weil sie es ja verbarrikadiert haben, aber. Wer weiß das schon? Haben wir hier wenigstens noch was drin? Ja, Munition. Und ein Lumpen. Was haben wir hier drin? Muni, hallo. Ah, und hier geht's rauf. Okay. Ah, das war's schon. Ja, gut. Es geht noch weiter nach oben. Hier ist verschlossen, oder? Nein. Ach komm, ernsthaft? Ah, das sind die Tauben da oben. Seht ihr das? Komm, ich hasse diese Viecher. Dafür habe ich gern einen Schuss verschwendet. Naja. Das war sehr laut. Falls jemand diesen Zettel findet. Meine Frau Pale wartet im alten Konferenzzentrum. Das ist scheiße. Konferenzzentrum Ecke, Pike und Convention auf mich. Direkt gegenüber vom Pub. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente. Sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut. Ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen.
Müsste er das denn trinken? Der braucht aber, muss er ja direkt eine Infusion bekommen oder so. Ich keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon Vigors. Gleich zwei, Alter. Full Pillen. Ich brauch die dringender als du. Ja, stimmt schon. Wäre schön, wenn wir mal wieder ein Upgrade bekommen könnten, was die Gesundheit angeht. Wartet mal erstmal hier einen Molotow machen. Ja. Schön. So. Ah, hier bin ich reingekommen, aber... Ah, hier geht's gar nicht weiter. So, ja gut. Wenn das doch voll ist... Dann gehen wir natürlich nach unten. Da sind die schon wieder. Da denkst du an Natur, wenn du dieses Pfeifen hörst, oder dass es vielleicht von den Vögeln oder so kommt und dann. Wir bleiben bei den Pfeilen. Und ich kann, glaube ich, sogar noch welche herstellen, oder? Ja. Notfallzentrum. Krankenhaus Fedra. Ich glaube, ich passe durch. Ja, das sollte passen, Ellie, oder? Sorry, Bro, wir kommen zu spät. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Ah, das sind diese Dudes. Sie führe uns. Hast du gehört, was Lily getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überrascht. Oh nein! Luca! Alter! Bitte rette mich, Glasflasche. Nee, das schaffe ich nicht. Ja. Das sind ja wirklich viele. Sehr viele. Oh, das blöde Scars. Muss ich wieder alle töten oder was? Ach komm. Überall nachsehen. Seht nach, wer hier ist. Ja, Deborah. Wir werden angegriffen. Ach, leck mich doch! Ich versuche mal durchzulaufen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt.
Komm, Ellie! Alter, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie der zur Seite gesprungen ist? Wahnsinn. Ach. Pum-Pum, dich doch, Alter. Aber eigentlich müsste er gespeichert haben, weil wir relativ weit gekommen sind. Ach, komm! Das ist so unfair. Da oben ist einer, habt ihr gesehen? Ich hasse sowas, ne? Ach, leck mich doch. Ganz ehrlich. Ach Gott, das ist so ätzend, ganz ehrlich. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich weiß noch nicht mal, wo ich lang gehe. Jetzt glaube ich vor den großen Umweg gegangen. Aber was soll ich machen? Bin ja voll den Umweg gegangen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich lang muss. Ich muss irgendwie ins Krankenhaus. Von da komme ich ja her. Eigentlich. Ja, Alter, muss ich die jetzt alle besiegen, oder was? Das sind ja voll viele. Da ist auch noch ein Dude.
zwei Stück, drei Stück. Alter, wie viele gibt es denn von denen? Alles klar. Wo steckst du? Okay, anscheinend muss ich wirklich erst alle töten. Dieses Pfeifen, das regt mich ja richtig auf, ne? Muni dabei? Natürlich nicht. Da kommt der nächste nach oben, alles klar. Ich werde den Part ein bisschen überziehen. Verdammt. Na komm. Er hat eine Axt, das heißt, er hat keine Pistole. Aber wo gehst du lang? Links oder rechts? Wir finden dich, Feigling! So, der nächste. Ich habe jetzt schon über 10 Stück erwischt. Wo ist denn das Krankenhaus? Da vorne, oder? Ich weiß halt nicht, wo ich lang muss. Wartet mal. Ich glaube, ich muss da lang. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ich muss da lang. Ein Dude ist da, seht ihr? Den will ich eigentlich nochmal schnell killen. Und dann... Ich habe halt keine Pfeile mehr. Ich kann mir auch keine herstellen.
Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Okay, dann setzen wir hier einen Cut. Wir sehen uns. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Last of Us 2 wieder. Bis dann.